Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Wir starten mit einem ziemlichen Arschwetter. Es ist nass. Eigentlich wollte ich eine Insel erkundigen, aber gut. So. What the fuck? Ist jetzt aber nicht so geil. Okay, was haben wir denn? Messer? Wow. Hammer. Kann ich damit was machen? Nee. Das bringt auch nichts. Okay, geht doch nur zum Bauen. Signalpistole habe ich vorhin gefunden. Fischerspeer. Teil eines Fluggeräts. Ja, das sind alles Dinge, die ich wahrscheinlich nicht brauchen werde jetzt. Boah, das Meer ist heftig gerade. Halleluja! Kann ich da irgendwas reingeben? Ja, kann ich. Okay, ich glaube, jetzt ist die voll. Nehmen wir die Bretter raus. Okay. Da liegen die Bretter und die Aloe Vera. Da schmeißen wir jetzt den Rest dazu. Hab ich jetzt? Okay, soll ich mein Messerchen wieder? So, wie kriege ich mein Lagerfeuer wieder an? Gute Frage. Mit Brettern wahrscheinlich nicht. Okay, gucken wir. Ach Gott, ich hasse das. Holz. Gucken wir mal. Boah, es ist auch verdammt laut. Ob wir noch ein bisschen Holz zusammenkriegen hier. Lalalala. Ich muss das leiser machen. Das ist schon extrem. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der nicht kalt werden kann. Noch beschwert sie sich nicht. Aber gucken wir mal. Ich kann da kein neues Lagerfeuer drauf machen. Okay. Ah. Okay, so geht's. Ich glaube, was ist jetzt? Jetzt ist ein bisschen duster. Nehmen wir das Reisig noch drauf. Mach Feuer. Komm schon. Danke. Reisig legen wir hier ab. Wird wahrscheinlich ausgehen. So, 18, 19. UV, nix. Okay. Ja, gucken wir mal, vielleicht finden wir noch irgendwo Krabby. So, immer noch keine Ahnung, wie man die Viecher umbringt. Gewesen. Oh Gott, ist das dunkel. Wahrscheinlich trifft mich hier auch der Blitz oder so. Krabbylein! Nicht abhauen! Okay, nee, ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich, muss ich schon fast sagen. Ich glaube, ich hau mich in meinen Unterschlupf und versuche, die Nacht irgendwie rumzukriegen. Ich hoffe, mit besserem Wetter aufzustehen. So, wie spät ist es? 5:30. Wer zum Teufel bleibt denn auf einer einsamen Insel und steht um 5:30 auf? Ist ja nichts. Ist ja auch nichts zu tun.
kurz. Baum umsäbeln, Holz sammeln. Stock, wo ist er? Wo ist er hingefallen? Da ist er. Alles halt zappeduster hier. Gucken, ob ich das Lagerfeuer nachfüllen kann. Mit ein paar Stöckern. Ja, kann ich. Ah, okay, der Ring füllt sich. Ja, du musst halt auf alles draufkommen, weil ja so ein richtiges Tutorial gibt's halt nicht. Okay. Nimm mal unser Messerchen. Gucken wir mal. Hunger, Durst, Durst. Okay. Das heißt, wir pflücken uns hier irgendwo eine Kokosnuss. Wenn vorhanden. Ja, jetzt geht die Sonne auf. Ja, hier müsste eine Kokosnuss oben sein. Jo. Krabbel mal hoch. Hello, Kokosnut. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen bei Seven vs. Wild. Nur halt eine Person vs. Wild. Meine Kokosnüsse sind weg. Bin ich hier abgelegt. Da kommt das Wasser doch hoch. Dachte ich mir aber eh fast. Oder sind die... Nee, die sind da drüben gewesen. Meine Kokosnüsse? Sie sind noch da! Kann man eine Freude an der Kokosnuss haben. So. Messerchen. Klack, klack. Nehmen. Kokosnuss auswählen. Das ist halt auch so dumm. Ein Schlückchen. So, bitteschön. Was kann man hier alles bauen? Bratenspieß. Ring. Dreimal Stock, einmal Tau. Fürs Tau brauche ich... vier solche Palmendinger. Was haben wir hier? Kokosflasche. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann ich... Oh. Okay, ich versuche das jetzt mal. Und ich brauche so Palmendinger. Wow. Da. Da meine Insel ja nicht sonderlich groß ist. Muss ich mir dann wirklich überlegen, eine andere Insel zu erkunden? In der Hoffnung, dass dort nichts ist, was mich frisst. Ich kann mich nicht mal anständig gegen eine Krabbe verteidigen. Wie soll ich es dann mit was Größeren aufnehmen? Ich bräuchte noch ein Palmwedel. Liegt hier irgendwo noch einer? Also so faserige Blätter. Nö. Sieht nicht so aus. Hier? Nö. Oh, nee, du. Ich möchte mir einen Tau basteln. Kann nicht. Weil ich nichts mehr habe. Der Lager für Steine, das ist halt auch geil. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Was ist das da drüben? Aloe Vera. Die ist nicht nachgewachsen, ne? Noch nicht. Kleines, dorniges Biest. Okay, ich habe keine faserigen Blätter mehr. Was haben wir hier Schönes? Nix. Oh doch. Kartoffeln, die lassen wir. Mein Hunger ist noch nicht so. Ach, hier. Faserige Blätter. Okay, jetzt können wir einen Tau machen. Frage, machen wir einen Bratenspieß? Oder wir machen... Ja, ist halt auch doof. Weil ich habe halt auch kein Wasser oder so. Was ich also nur... Das Salzwasser. Vielleicht kann ich das dann abkochen. Na, ich bastle mal einen Bratenspieß. Dreimal Stock. Ach Gott. Ja, dann sehen wir mal noch irgendeinen Baum um. Ja, eine Palme vielleicht. Eventuell nicht. Stock. Hier liegt der andere. Danke. So, jetzt.
Warte mal, was? Yuccafrucht? Kann ich die essen? Kann verwendet werden, um Yucca in einem Farmbeet anzubauen. Ja, muss ich vor einem Farmbeet bauen. Du bist lustig. Okay. Wie drehen wir das jetzt? So. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Zum Bratenspieß. So, und jetzt habe ich keine Pflanzendinger mehr. Das heißt, es wird mir jetzt nicht ausbleiben, dass ich zu einer anderen Insel rüber muss. So, Wasser. Hat Priorität dann. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Was mache ich mit dem? Medizinisch. Okay. Ich bin ja ein Medizingenie. Was ist das hier? Oh. Da ist was angespült worden. Geil. Ich schwör's dir, du Mistvieh. Du blödes Teil. Kann ich dich unter Wasser töten? Nee. Au. Naja, Gott sei Dank tut das nicht so weh. Sieht nur übel aus. Vielleicht habe ich nicht gerade den besten Platz hier gewählt. Komm her. Es muss doch einen Weg geben, um die Viecher irgendwie zu töten. Und zwar so, dass es nicht wehtut. Wo ist denn das Vieh? Das gibt's doch nicht. Wie habe ich das gemacht? Ah, okay, jetzt. Merke ich mir wahrscheinlich bis zum nächsten Mal auch wieder nicht. Ja, ist disgusting, aber notwendig. So. Wie weiß ich jetzt, ob das Teil durch ist oder nicht? Gute Frage, nächste Frage. Okay, nee, die wollte ich eigentlich nicht. Legst du die wieder zurück? Bitte? Ach. So, Fischspieß. Die legen wir auch her. Oh, jetzt backt es ein bisschen. So, und das Ding legen wir auch hin. Und Stoff lassen wir. Das Ding lassen wir auch hier. Komm. Uff. Ein Saustall ist hier. Ja, wenn in die scheiß Truhe nichts reinpasst, ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Level up im Kochen. Gut, dann verleiben wir uns das jetzt direkt ein. Diesmal kotzen wir uns nicht an. Das ist gut. So, welche Insel? Gut, mal gucken, ob wir das Boot hier wegkriegen. Hui! Nehmen wir das Paddel. Und gucken, ob wir hier irgendwie wegkommen. Hallo? Du hast ein Paddel in der Hand? Möchtest du bitte paddeln? Paddeln! Oh, wow. Es ist so schön. Ich sitze in dem Boot und drücke alle Tasten und weiß nicht, wie ich vom Fleck kommen soll. Hallo? Machst du was?
Nein, die macht gar nichts. Mach was! Da tut sich nichts. Okay, dann musst du schwimmen. Wenn ich jetzt rauskomme, hallo. So. Ja, dann hast du Pech. Wenn ich es nicht anschieben kann. Oh, Verpflegung, Kompass, Verbandszeugs. Ich habe Kompass? Wow. Hilft gar nicht. So. Gut, dann schwimmen wir halt. Mal gucken, wie weit das ist. Wasser. Ich weiß aber nicht, ob da drüben was zu trinken ist. Naja, was soll's. Versuchen einfach unser Bestes. Level up physisch. Das ist das Schiffchen, da waren wir schon. Oh wehe, da kommt jetzt ein Hai oder so. Zutrauen würde ich dem Spiel, ja. Wenn du nicht rudern willst, musst du schwimmen. Hast du Pech. Ich soll aufpassen, dass ich mich unter Wasser jetzt nicht irgendwie verirre. Aber schön, ich finde, Frauen haben eine Männerstimme. Auch nicht schlecht. Der lässt da drüben irgendwas sein. Das ist meine schöne Insel. Hier ist nichts Bösartiges. Boah. Ich mag das schon im richtigen Leben nicht. So offene Meer. Ich weiß, was da unter dir ist. Die Gänsehaut. Ich nur dran denke. Weil, ganz ehrlich, guck doch das an. Das ist fies. Das ist richtig fies. Ich hoffe, die schafft das. Ausdauermäßig auch. Ja, es sieht nach Palmen aus da drüben. Wir kommen der Insel auf jeden Fall näher. Ich glaube halt nicht, dass das so gedacht ist, dass du darüber schwimmst. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Muss man improvisieren. Ich will nicht wissen, was unter mir ist. Wenn mich jetzt was frisst, dann frisst mich was. Gleich haben wir's. Irgendwie sieht die Insel aber schöner aus. Kann ich mir da auch einen zweiten Unterschlupf bauen? Wahrscheinlich schon. Uah, Gottes Willen. Ich hasse das, wenn das solche Geräusche macht. So.
Wir sind fast da. Bisschen ausdrücken. Nirgendwo drauf zu treten. So, meine Liebe, das ist geschafft. Trophäe erhalten, Insel springen. Ja, das sieht cool aus. So, ja, ja, ich weiß, du brauchst Wasser. Da sind Palmen. Kriegst jetzt eine Kokosnuss. Holen wir uns dort gleich. Da ist ein Käfig, geil. Die nächste Kokosnuss. Auswählen. Trinken. Wegschmeißen. Raufklettern. Kokosnuss nehmen. Runterklettern. Das ist auch ein Mr. Krabs. Wahrscheinlich genauso angriffslustig wie auf meiner Insel. Zack. Zack. Trinken. So, und weg damit. Die Musik ist so unheilvoll. Das da drüben war meine Insel. Ja. Das da. Ich muss halt aufpassen, weil da drüben ja mein Boot ist. Wow! Was bist du, um Gottes Willen? Ich sag ja irgendwas, was mich töten will. Aua! Mistvieh, geh weg! Autsch, das sind ja mehr! Haut ab! Ich sag's euch, ich kann mich nicht mal gegen eine Krabbe verteidigen. Container. Blöden Viecher! Nee, die Insel will ich nicht. Wow. Ist hier viel. Leck mich am Arsch. Aber ich werde wahrscheinlich das Metall verarbeiten können. Ich kann dich sehen. Böses Teil, du. Sardine. Ich sehe noch irgendwas Interessantes. Oh. Oh, was bist denn du? Bleib stehen. Wildschwein. Ist das Teil geil? Wow, die Schlange! Au! Lass! Okay. Okay, die Insel ist böse. Ich mag die Insel nicht. Hau ab, du Vieh! Ja, und was soll ich jetzt machen, deiner Meinung nach? Ich muss wieder zurückschwimmen, ne? So. Jetzt hat mich so eine Kack-Klapperschlange erwischt. Okay, diese Insel ist böse. Da gehe ich doch glatt zurück auf meine... Oh, Bretter. Nehm mal mit. Töten. Was ist das für ein roter Balken? Sauf ich jetzt ab? Wahrscheinlich. Nee. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Wenn es wer weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe zumindest, dass ich gerade auf meine Insel zusteuere. Ich denke aber schon.
Ah, es ist so friedvoll. Was willst du denn? Ja, Gesundheit ist am Arsch. In meinem Rettungsboot ist was drin, hoffentlich. Was mir irgendwie weiterhilft. Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Lass das meine Insel sein. Immer wenn es so ein bisschen backt, glaube ich, dass ich jetzt gleich absaufe. Das ist doch nicht meine Insel, oder? Oh geil. Ein Schwimmbad im Dunkeln am Meer. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Oh Gott. Hast du mal ein bisschen Gas? Ich meine, ich halte da jetzt stur geradeaus drauf zu. Und ich warte drauf, dass mich gleich irgendwas frisst. Ist das meine Insel? Ehrlich? Ja, glaube schon. Ja! Ich weiß, dass dir was nicht passt. Oh, wie schön, der Vollmond. Ja, ich weiß. Ich sehe auch nicht, wo ich hinlaufe. Nee, das ist nicht meine Insel. Ich habe meine Insel verloren. Okay, ich habe meine Insel verloren, Leute. Wally! Okay. Das ist doch nicht meine Insel. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich weiß nur, dass die jetzt ganz dringend irgendwas braucht. Denn mit Essen und so regeneriere ich mich. Also kriegt sie jetzt eine Kokosnuss. Ist zwar jetzt kein Essen, hilft aber hoffentlich ein bisschen. Geh weg. Ich habe die dumme Krabbe gesehen. Ja, sie braucht eh was zu trinken auch. Okay. Besser. Nehmen wir das. Bisschen besser. Gesundheit ist volle Kalamarsch. Was? Primitiver Speer. Nimm mal mit. Wir jagen uns jetzt eine Krabbe. Grillen die. Ha! Hab dich, Mistvieh. So. Messer? Speer nehmen wir wieder mit. Krabbe werfen wir ab. Geht's jetzt? Ja. So, jetzt brauche ich noch ein Feuer.
Okay, ich brauche kein Feuer mehr. Ich bin draufgegangen. Ja, schade. Ich bin vergiftet. Ach, geil. Ja, haben einige schlauer geworden, würde ich sagen. Okay, wir starren und zischen nicht mehr auf die Insel rüber, sondern werden einfach unsere Fähigkeit ein bisschen hoch werden. Aber Leute, das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Das war's nämlich schon. Ist eh lang genug geworden, die Folge. Ich hoffe, euch ist nicht zu langweilig beim Angucken. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Lasst mir auch gerne ein Abo da. Da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.